MacPad. Lassen wir einfach mal so stehen, mein Lachen. Geil, Mann! Das ist Schweinsack. Timmy! Was war das? Du kennst. Das bin ich. Nein, geht gar nicht. Das war schon immer mein riesiger Traum. Wir gehen rein, Leute, in ein Video von Benzena. So ist McDonald's in Thailand. So ein Ding ist das. Wie schmeckt McDonald's in Thailand? Ich habe schon mal gehört, da gibt es Reis und so ganz andere Gerichte. Und als ich einen Monat nur McDonald's gegessen habe, habe ich euch auch abstimmen lassen, ob ich entweder nach Indien, Thailand, Japan oder, ich glaube, Australien oder irgendwie sowas ganz anderes habe ich euch abstimmen lassen. Und ihr habt dann für Japan gestimmt. Das zweithäufigste, Singapur wäre noch eine Option gewesen, genau. Das zweithäufigste wäre Indien gewesen, Bro. Digga, wie viele Tage dauert es in Indien bei McDonald's, bis ich Lebensmittelvergiftung bekomme? ja, Japan, McDonald's würde ich nicht nochmal machen. Es war so ein Waste, einfach so ein geiles Land, so geile Esskultur. Und ich esse da nur McDonald's. Aber die Mc's-Sachen, da waren dafür ganz lecker. Davor aber ein kleiner Reminder, denn ab dem 22.07. findet die große Sommeraktion bei MyProtein statt, wo es 50-52% gibt mit dem Code Franklin auf Bestseller. Deswegen gönnt euch gern anlässlich des Sommerfests. Alle Supplements und Proteinpulverriegel etc. sind reduziert. Code Franklin, Link ist in der Videobeschreibung. Kuss geht raus. Wer mich kennt, weiß, ich bin kein großer McDonald's-Fan. Aber wenn wir schon in Bangkok sind, wollen wir natürlich auch mal ausprobieren, was ist denn hier anders als bei den McDonald's bei uns? Ich habe schon mal so ein bisschen auf die Speisekarte geguckt im Vorfeld. Das ist echt lustig. Kommt mit rein, ich zeige euch, was hier abgeht. Wir können wissen, warum ist Benzena kein McDonald's-Fan? Was ist der Grund dafür? Ich persönlich, ja gut, diese Geschichte mit, also das kritisieren ja sehr viele wegen Gaza und sowas, dass da McDonald's, dass man deswegen McDonald's boykottieren soll. Das ist mal die eine Sache so, aber dann mal losgelöst davon, dass die halt sehr ungesundes Essen machen, bin ich kein Fan von McDonald's, weil ich mir denke, für das Geld, was die Leute dort ausgeben, kriegen sie viel geileres Fastfood bei einem Restaurant. Geh lieber in ein Burger-Restaurant, hol dir einen richtigen Burger, der sättigt dich, so einen geilen Smash-Burger. So, nehmen wir als Beispiel jetzt mal Goldies. Da zahlst du ein bisschen mehr, aber du wirst so richtig befriedigt. Und Mc's ist so kurzzeitig nur so befriedigt. So, ja, okay, nice. Und jetzt? Also, deswegen, ich würde das Geld lieber sparen, es ist wirklich mal so die letzte Option. Ich finde so, wenn man, wir waren jetzt vorgestern, glaube ich, waren wir wandern am Abend und dann sind wir um 23 Uhr erst nach Hause gefahren und dann, ich habe mir nichts geholt, aber Levi und Finn, die haben sich halt dann mit Drive-In reingefahren und dann haben die sich beim Mc's was geholt, auf die Hand so schnell, dass man halt noch was hat, bevor man schlafen geht, aber sonst so als letzte Option würde ich es mir nur ziehen. Und ich würde es mal feiern, wenn die mal so gesündere Produkte mehr rausbringen. Also die könnten mal so einen Burger rausbringen, der krasse Nährwerte oder sowas hat. Oder irgendwie so, ich finde es nice, dass sie schon so diesen veganen Burger rausgebracht haben. Wie heißt der? Vegan TS oder irgendwie sowas. Den finde ich auch echt ganz gut. Den, wenn ich was bestelle, dann den oder McFlurry. Aber die sollten noch mehr in die Richtung machen. So, kennt man ja tatsächlich. Englisch ist gut. We eat in. Und dann gehen wir direkt mal in die Burger rein. So, was kenne ich denn nicht? Samurai Black Pepper Burger. Komm mit, Baby. Oh, hier gibt's einen Pork Burger. Guck mal. Den lassen wir uns auf jeden Fall raus. So, McFried Chicken. Das kennt man auf jeden Fall nicht. Caprao Crispy Chicken und Rice. Geil. Das ist halt cool. Das ist das, was ich so erwarte in Thailand. So Rice mit Chicken. Okay, das ist heftig, Mann. Eigentlich, also wenn es wirklich jetzt einfach so Chicken ist, eventuell, gut, für den Preis wird wahrscheinlich so gemixtes, ähnlich wie bei den Chicken Nuggets sein, irgendwie so ein Mixmax aus irgendwelchen geschredderten Küken. Wenn das jetzt so Hähnchenbrust wäre, dann wäre das echt ein geiles Fitnessmeal, ne? Hast du wirklich Reis kriegst bei Mc's? Cheese Sticks. 4 Stück. Kennt man nicht. Obwohl, gab's, glaube ich, bei uns auch schon mal. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Mc-Pat. Lassen wir einfach mal so stehen, mein Lachen. Corn Pie? Das fühle ich. Thank you. Sawadee Kap. Komm mal, ich weiß gar nicht, wo ich zuerst anfange. Nee, Kap und Kap, weißt du doch, oder? Was heißt danke? Anfangen soll. Ich will jetzt erstmal hier so einen Käsestick nehmen. Ja. Stringy Cheese ist da. Boah, schmeckt nach billigem Mozzarella. Ich glaube, es gibt viele Leute, die das gerne essen, aber mein Ding ist das ähnlich. Guck mal, das sieht doch eigentlich fast aus wie normales Essen, oder? So, hier siehst du schon irgendwie so das Fastfood-Ding auf dem Tablett. Aber das sieht aus wie richtiges Essen. Was soll ich zuerst machen? Wir nehmen den kleinen hier. Den Pork Burger. Ja, schon sehr plain, ne? Unten drunter gar nichts. Obendrauf
Gurke, Ketchup, Zwiebel. Gott, ist das traurig. Also es ist einfach ein Hamburger mit einem Pork Patty. Das kann ich beschmecken. Schweinepatty ist ganz gut gewürzt. Fehlt halt alles, was ich zum geilen Burger machen könnte. So, das Ding heißt hier Samurai Black Pepper Pork. Der sieht doch schon gefährlich aus. Ich sag das. Der besteht zu 50% aus Soße einfach. Einer hat reingeschrieben. Meister Propper 6924. Geil. Mumu Bites. Ehrenmann, Digga. Das Patty ist wahrscheinlich genau dasselbe wie das. Da ist Salat drauf, Mayo und so eine Black Pepper Soße. Unten drunter ist auch viel von der Black Pepper Soße. Die ist relativ scharf und pfeffrig. Süß, klebrig, Schweinepatty, cremig durch die Mayo, bisschen knackiger Salat oben drauf. Kann man essen. Der schmeckt wirklich, wirklich ganz random wie ein McDonald's Burger mit einer süß klebrigen Pfeffersoße und einem Schweinepatty. Aber ey, ich kann es nicht verstehen, ne? Ganz ehrlich, du bist in Bangkok. Da kommst du hier nicht hin und haust dir so ein Ding rein. Aber für die Leute, die Mc's mögen, mach was anderes. Ne? Ich glaube, es trifft sehr diesen asiatischen Geschmack. Soll hier kein Mc's-Bashing werden, ne? Sonst hätte ich hier nicht reingehen müssen. So, das hat mich einfach wirklich interessiert. Gutes Statement. So, wir haben diese Chicken. Eigentlich absolut true. Soll kein Mc's-Bashing werden, sonst muss man da nicht reingehen. Ne? Also, Mc's ist auch, hat seine Daseinsberechtigung. Ich habe sogar McDonald's-Aktien, weil ich denke, dass das Unternehmen sehr profitabel ist und das, was sie machen, sehr gut machen. Aber man kann ja quasi Kritik anbringen. Aber die machen auch Sachen geil. Zum Beispiel McFlurry ist für mich ein super geiles Produkt. Bites mit einer Was sagst du zu Cola mit Popcorn-Geschmack? Habe ich noch nie probiert. Kapau-Soße. Ich will die Soße probieren. Junge, ist die scharf. Ich probiere es mal mit ein bisschen Reis. Aber hier ist auch so, hier ist Thai-Basilikum mit drin und so. Das ist vom Pad Kapau. Aber die ist brutal scharf. Boah, das werde ich bereuen, das weiß ich jetzt schon. Mit Reis, Alter. Ist irgendwie schon komisch für mich, auch Reis von McDonald's zu sehen. Boah. Das ist so das, was annähernd noch nach normalem Essen schmeckt. Aber es ist mir viel zu scharf. Das Hähnchen ist saftig, das frittiertes Hähnchen ist diese Philipp Bites in dieser wirklich scharfen Soße. Aber ich kann mir vorstellen, dass Thais das richtig geil finden, aber ich kann es nicht handeln. Ey, bevor ich dir zu dem Spicy Chicken rübergehe, beiß ich nochmal in diesen Korn. Aber ist doch richtig geil, Alter, wenn es so Chicken ist mit ein bisschen Gemüse, was so richtig scharf ist mit dem Reis, stelle ich mir nice vor, für 1,70 Euro war das. Da kannst du wirklich nichts sagen. Pie. Schmeckt intensiv maisig, es hat so eine Maiscreme drin. Schmeckt so wie pürierter Dosenmais, eigentlich ganz geil, auf der süßen Seite. Das gab's, stimmt, in Japan auch ganz viel mit so Korn, glaube ich, drin war das, ne? Nee, Süßkartoffel gab's da, oh ja. Stimmt, da gab's solche Bites mit süßer Süßkartoffel drin und ich glaube auch Süßkartoffel-Eis habe ich da, oder irgendwie sowas. Das war, die Süßkartoffel war sehr nice. Da kommen auch Maiskörner raus. Fühl ich, finde ich geil. Schwer war auf Mais. Es sieht irgendwie so falsch aus, weißt du? Es ist so überall McDonald's drauf, man kennt die Sachen nicht. Und dann hast du hier so ein geiles Stück Hähnchen. Das ist, glaube ich, die Spicy-Variante jetzt von beiden. Ich hoffe, dass ich da keinen Fehler gemacht habe, aber das ist auf jeden Fall ein richtig großes, massives Stück. Ist ein bisschen übergart. Aber guck mal hier, diese Flakes. Ist ein bisschen übergart. Bro, du bist bei McDonald's, nicht im Fine-Dining-Restaurant. Das ist auf jeden Fall ein Qualitätsmerkmal. Aber wir haben hier drüben noch eine Soße dazu. Ich hoffe, dass sie nur süß-sauer ist. Ja, süß-sauer ist ja gar nichts. Ist auch scharf. Würde ich wieder bestellen. So. Bitte wieder bestellen? Das ist das Klassische. Das ist wunderschön frittiert. Geile knusprig außenrum. Sieht gut aus. Ja, würde ich sofort wieder bestellen. Mir brennt der Mund, Alter. Junger Vater. Vielleicht der richtige Zeitpunkt, mal so ein Ding jetzt zu probieren. Ich weiß nicht, was das ist. Jetzt geht's ran an die Mumu Bites. Ist das? Ist das was Gebackenes, Süßes? Ja, safe, oder? Es hat so Churro-Vibes. Das ist so ein süßes Brötchen. Und dazu gibt es hier Kondensmilch. Gedippt. Ja, einfach der passende Dip für die Und rein damit. Ich bin kein großer Fan von solchen Dingen. Weil wenn du eh schon ein dicker Junge bist, solltest du auf jeden Fall auf die Art von Carbs, die wertlos sind, verzichten, meiner Meinung nach. Weißt du, du hättest auch von den Kalorien her einfach ein Burger sein können. Dann bist du mir lieber. So. Ich glaube, dass es viele Leute gibt, die das sehr gerne mögen. So ein Asia-Ding. Wenn ich jetzt hier nicht rausgucke und ich nicht so diese thailändischen Schriftzeichen sehe und so, fühlst du dich einfach wie in einem Mc's bei uns auch. Mit den Unterschieden, dass es hier natürlich Gerichte gibt, die du bei uns niemals finden wirst. Ich finde es irgendwie cool, dass die hier auch so ein normales Essen mit anbieten, neben den ganzen Fastfood-Sachen. Aber es gibt auch gar keinen Grund dafür, hierher zu kommen. Das kriegst du in der ganzen Stadt halt tausendmal besser. Frisch gekocht, irgendwo auf der Straße, sehr geil. Alles in allem kann ich euch sagen, jo, Mc's, alles wie erwartet. Und nochmal, ne? Es geht hier nicht darum, McDonald's runter zu putzen. Es hat ja irgendwie, die haben ihre Daseinsberechtigung. Für mich halt eben nicht.
Also Leute, Begeisterung hält schon Grenzen. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt und ihr jetzt Bock habt auf diese kleinen Videos immer mal zwischen den Food Guides, solltet ihr jetzt schon mal hart auf diesen Abo-Button drücken. Das kostet nämlich nichts und schmeckt gut. Oder wenn ihr Bock habt, nach dem Zeug hier auf richtig geiles Essen, empfehle ich euch unseren Cinematic Food Guide aus Bangkok. Den haben wir hier oben und in der Videobeschreibung. Bernd Zehner, Ehrenmann auf jeden Fall. Geiler Typ, geile Videos, super Dinger. Kann ich nur empfehlen. Wer das auf jeden Fall ein Abo da. Kuss geht raus. Super Video, kurz knackig zusammengefasst. Lieben wir. Sehr nice.